herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Neue Kulisse, ihr steht ein bisschen schief, aber das muss jetzt gerade so sein, weil ich gerade meine Haare glätte. Und zwar geht's für mich jetzt gleich ins Top-Gym wieder. Es ist jetzt der dritte Tag, das heißt, die anderen zwei Tage habt ihr im letzten Video ja gesehen. Heute steht bei mir Pull-Training auf dem Plan, ja. Wir sehen uns dann später. Ich bereite noch mein Intra vor, meinen Pump-Booster und dann geht's los. Ich bin ready, auf geht's. Ins Top Gym. Es ist jetzt einige Zeit vergangen. Ich bin natürlich auch schon wieder zurück vom Training. Pull-Training war sehr, sehr cool. Hab noch ein bisschen Posing gemacht, noch 30 Minuten Stairmaster und war dann noch ganz kurz einkaufen, weil ich brauchte noch Eier. Und jetzt bin ich schon die ganze Zeit zu Hause, liegt hier hinten im Bett. Mein YouTube-Video ist hochgeladen. Ich habe noch einen Beitrag hochgeladen auf Insta, habe noch meine Formchecks beantwortet von meinen Mädels, meine ganzen Coaches, die da ihre Check-ins reinschicken. Jetzt gerade schaue ich ein bisschen Dschungelcamp tatsächlich, ein bisschen Entertainment, denn ich habe hier gerade gegessen. Die letzte, die ich jetzt als letztes hatte. Jetzt schreibe ich gerade noch ein bisschen mit Lisa, da wir noch nicht genau wissen, wann wir heute morgen trainieren, weil morgen früh trainieren wir Beine. Vor 9 Uhr. Fangen wir vermutlich an, damit wir um 11, 11.30 Uhr fertig sind, weil wir dann das Shooting und das ganze Teamtreffen und sowas haben von Vayu. Das heißt, da müssen wir ready sein. Und wir wollen uns einen kleinen Puffer einbauen, damit wir auf jeden Fall genug Zeit haben beim Beintraining und da keinen Stress haben. Ja, und ansonsten habe ich euch heute nicht wirklich viel mitgenommen, weil heute einfach wirklich so ein Tag war, das ist so ein gechillter Tag gewesen. Das heißt, eigentlich nur gearbeitet, so alles noch vorbereitet für morgen, vorgearbeitet. Und jetzt wird morgen ein sehr, sehr spannender Tag. Morgen wird auch sehr viel passieren. Teamtreffen, ganzen Leute, Training, wir drehen Videos, shooten, gehen noch essen danach, kriegen noch eine Wien-Tour von Stefan. Also es wird sehr, sehr cool morgen. Deswegen würde ich das Video auch auf morgen beschränken. Somit werde ich mich heute nicht mehr viel melden, denn ich werde heute auch nicht mehr viel machen. Aber ihr habt morgen das ganze, morgen der ganze Tag kommt ja in dieses Video rein und ich glaube, sonst wird das schon viel, viel zu lange, deswegen beschränken wir uns auf morgen. Deswegen, wir sehen uns morgen früh wieder, wenn es heißt Beintraining mit Lisa Maiswinkel. Und ich sage euch, wir werden die Beine zerstören. Ich habe richtig Bock drauf. So, ich bin fertig. Es geht jetzt ins Top Gym, denn heute ist das Teamtreffen. Und das Beintraining mit der Lisa steht jetzt an, das heißt, deswegen müssen wir jetzt schon los. Ich habe jetzt hier, weil wir danach dort noch duschen gehen, habe ich jetzt hier einige Sachen reingepackt. Mit Wechselklamotten und ein paar Vayu-Klamotten für die Shootings. Mein Meal Prep habe ich jetzt hier reingepackt in so eine Einkaufstüte, damit ich wenigstens alles mitschleppen kann, entspannt. Jo, dann machen wir jetzt mal los, oder? Jetzt sind wir im Training. Ich habe jetzt auch die Lisa hier. Hallo. Wir, ja, ich glaube, zu ihr muss ich nicht viel sagen. Man kennt sie, glaube ich. Olympiateilnehmerin. Die 15 beste Wellnessathletin der Welt. Tatsächlich der Welt. Hast du es schon realisiert? Sag nicht so laut. Hast du es schon realisiert? Geht so. Kommt noch. Ja, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Wer weiß. Ja, und jetzt drehen wir Beine. Haben das Shooting noch und Teamtreffen und gehen nachher noch essen und ja, jetzt fokussieren wir uns aber erstmal auf Beine, damit wir unsere Haupt-To-Do-Aufgabe, unsere Hausaufgabe heute schon erledigt haben. So schaut's aus. Let's go. Erste Übung, Hack Squat. Aufwärmsitz habe ich schon gemacht, jetzt kommt der erste Arbeitssatz, Topsatz. Zwei gehen noch, komm. Push, push, push.
Push. Ein noch. Ein noch. Schieb, 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 schieb. So, Leute, letzter Satz war Dropsatz. Ich muss noch einen machen. Lena hat es gut gemacht. Ich mache ganz gerne so einen Dropsatz, einen Schwersatz und dann mit dem Gewicht starten und dann runter droppen. Sodass ihr nochmal das Maximal rausgeht. Ganz wichtig ist, wenn ihr den Fokus gut haben möchtet, belastet die Ausgangskraft vom Knie, vom Knie, vom Fuß. Und was auch sehr nice ist, bleibt wirklich mit dem Rücken stabil. Wenn ihr runtergeht, der Po muss nicht mehr. So, zweite Übung. Wir sind gewechselt zu der Squat-Maschine, machen Lunges. Und der Fokus hier liegt natürlich auch wieder auf dem Glut. Ganz wichtig dabei ist, ich gehe nochmal hier rüber. Ganz wichtig dabei ist, ihr seht es bei Selina super schön. Hier unten geht sie in den maximalen Stretch vom Glut und pusht sich dann aus ihrer Ferse wieder nach oben. Dritte Übung. RDLs. Annabelle Squat. Mit Shooting dahinter. Ach, Michi ist auch da.
hier alle fleißig filmen, sind wir in unserem Beintraining. Prioritäten müssen gesetzt werden. Ich mache jetzt noch einen Satz für die Baden, Rest-Pause-Satz. Lisa ist auch schon durch. Sie macht keine Baden, weil sie Badenverbot von Stefan hat. Ihre Baden sind definitiv sehr schön. Meine können sich davon noch eine Scheibe abschneiden, deswegen machen wir jetzt noch einen Rest-Pause-Satz, dass ich die auch abgearbeitet habe. Und also durch für heute und hier im Hintergrund. Gleich so laut sein. Filmen wir auch alle schon. Wollen ja nicht. Verdientes Post-Workout mir. Lisa ist fresh gemacht. Way, weiß ich nicht. Ihr kennt's. Hier sitzt noch der Boss. Mit einigen Athleten von Bayou und die anderen sind da shooten. Und wir gehen gleich noch dazu. In die Stadt, wir treffen uns wieder. Ja, genau. Die haben wir vor die Klasse gefahren. Also in zwei Stationen. Okay. Oh, ja. Noch zwei Stationen, ne? Ja. Zwei. Wir sind jetzt essen mit dem ganzen Team. Hi. Jan, Jule, Lisa, und wir haben hier so Tablets, wo wir bestellen können. Das ist so ein All-You-Can-Eat-Sushi. Ganz wunderbar. Und ja, auch so ein bisschen anderes Stuff. Sascha. Oh, we need another table. Wow. Jetzt gehen wir einfach morgen alle zusammen. Guten Morgen. Was ein erfolgreicher und spannender Tag gestern. Ich bin so dankbar für dieses ganze Team. Wollte ich aber mal jetzt hier gesagt haben. Das sind die ersten Gedanken, die mir gerade in den Kopf schießen, wenn ich an gestern denke. Ich bin einfach dankbar. Wir hatten das Shooting. Ich habe mit Lisa Beine trainiert, das habt ihr ja gesehen. Dann hatten wir das Shooting. und später sind wir dann nochmal kurz hierher gegangen. Einmal kurz 20 Minuten Zeit gehabt. Ich habe kurz Meal gegessen, dann sind wir in die Stadt gegangen. Haben die Rundführung von Stefan bekommen. Seine Tochter Helena war auch da. Ja, dann haben wir uns die Stadt angesehen. War richtig, richtig schön, auch mal was von Wien zu sehen.
Und dann sind wir Sushi essen gegangen. Genau, da sind wir dann auch mit der Bahn hingefahren. Das war ganz witzig. Ein bisschen Navigationsschwierigkeiten gehabt, aber wir haben es am Ende ja gefunden. Habt ihr auch gesehen. Ja, und jetzt ist der nächste Tag. Es ist der nächste Morgen. Es ist Sonntag. Ich fahre heute nach Hause. Heute sehe ich endlich wieder meinen Schatz, mein Mann, mein Martin. Denn ich muss schon sagen, so 4 Tage ohne ihn und sonst immer mit ihm unterwegs ist schon komisch. Ist schon komisch und ich freue mich jetzt auch auf zu Hause und auf meine Routine. Vor allem, ich freue mich so auf meine Routine und auf mein Fitnessstudio. Top Gym ist hier geil, aber wenn man seine Gewichte nicht kennt, ist das ein bisschen blöd. Also als Home Gym wäre das schon krass, also wenn man da immer trainiert. Aber ich muss sagen, so mein Progress, sag ich mal, mag ich da mehr, wenn ich meine Trainingsdokumentation dabei habe und so. Genau, aber ansonsten habe ich jetzt hier 4 Tage auch am Stück trainiert. Das heißt, heute ist Rest Day. Ich habe Montag, Dienstag auch Pause gemacht. Das heißt, ich habe jetzt 4 Tage trainiert die Woche, das passt. Habe auch überall Muskelkater. Also ich habe so Muskelkater nur im Hintern von dem Training mit Lisa gestern. Also wirklich gezielt Hintern und das ist so genial. Also es fühlt sich so gut an. Ja, und ansonsten Rücken, Schultern habe ich überall auch noch Muskelkater, deswegen wird heute Pause gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf meine Routine zu Hause, alles wieder ein bisschen geregelter. Ja. Aber jetzt mache ich mich fertig, koche gerade noch vor, weil ich ja den ganzen Tag noch unterwegs bin. Ich komme erst um 19 Uhr in Stuttgart an. Und jetzt habe ich hier gerade noch vorgekocht. Hier einmal Rinderhack, was ich noch hier hatte, das sind 100 Gramm mit ganz viel Gemüse, so 150 bis 200 Gramm Gemüse, denke ich mal. Hab noch alles leer gemacht, was ich hier im Kühlschrank hatte. Den Apfel schnibbel ich mir jetzt noch hier rein, hier zieht schon meine Haferflocken, die gibt es dann später. Ich bin jetzt aus dem Top Gym zum Restaurant gegangen, erstmal zu Starbucks, ich habe mich mit der Eva getroffen. Und jetzt sind wir gerade hier und bestellen uns erstmal Bowl. Sind Pogo Bowl essen. 14.23 Uhr. So, wir haben uns jetzt unser Essen. Bowl mit der Eva. Wir waren jetzt gerade eben schon bei Starbucks. Und jetzt wurde ich auf eine Bowl eingeladen tatsächlich. Mega, mega lieb. Danke dir. Und danach geht's zum Flughafen und dann ist der ganze Wien-Trip hier auch schon vorbei. Ging schneller rum, als man denkt. Und wieder aus dem Schnitt zurück. Zurück in Stuttgart, zurück bei Martin. Ich bin ja schon wieder 2 Tage hier, ist ein bisschen Zeit vergangen und ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Hab gerade den Rohschnitt fertig und mir ist aufgefallen, dass... oh Mann. Mir ist aufgefallen, dass ihr noch gar keine Verabschiedung gedreht habt. Deswegen... Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch haben die 2 Videos aus Wien gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar für den Algorithmus und gerne auch den Kanal natürlich abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.